Freunde, seht ihr das? Das haben wir bisher alles schon geschafft. Doch das ist noch lange nicht genug. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Ups, ich habe mal kurz runtergefallen. Und zwar geht's jetzt heute los mit der Kiesstraße. Ja, ich mache immer gerne mit Kies. Ich müsste noch mal ein paar grüne, also welche guten Blätter da reinhauen, damit das noch ein bisschen natürlicher aussieht. Aber ich habe jetzt meinen ganzen Kies hier im Schlepptau und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an mit dem Kies setzen. So, dann machen wir eine große Straße hier, so. Dann passt das. So. Ich glaube, vielleicht ein bisschen zu groß geworden, aber was soll's. So, hier will ich ja noch was hinmachen, aber es ist ein bisschen noch top secret. Ich schaue jetzt aber allerdings jetzt erstmal, wie es hier weitergeht. Also wenn es ein bisschen Baum geht, dann geht es hier, dann würde ich das vielleicht hier so runter machen im Weg. Und dann geht es hier wieder lang, bis du hier unten am Strand bist. Man könnte ja noch überlegen. Ach nee, das würde auch nicht bringen. Ich hätte sonst gesagt gehabt, dass man hier das ein bisschen auffüllt. Obwohl, ein bisschen kann man ja machen. Ich fülle einfach nochmal bis hier hinauf. Dann sieht es ein bisschen besser aus, finde ich. So. Dann machen wir einen sehr gemütlichen Weg zum Strand. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen. Ah ja, komm. Da geht noch was, so. Okay. Dann sind wir schon mal bis hier gekommen. Ich glaube, die Bäume können erstmal weichen. Ups. Der Effizienz drauf, warum baut die so schnell ab? Na egal. Einfach mal hier alles mal wegkloppen, was hier überhaupt in den Weg kommt. So, sehr schön. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein paar Bäume weg. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Weil ich brauche ja auch noch Holz, damit ich die Brücke machen kann. Da oben, wenn ich ja gerade zu dem Berg sehe, könnte man da auch noch was bauen, rein theoretisch. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal kommt das noch alles hier weg. Weg. Was? Nee, nicht okay. Kommen die noch einfach immer weg und weg und weg. So. Die mache ich jetzt auch mal hier weg. So. Der kommt, ich glaube, der steht mir auch noch weg. Den mache ich dann auch mal hier weg. Wenn noch dafür meine Axt reicht, ich hoffe doch. Oh, gerade noch für den Baum. Also das ist mir Zufall. So. Einfach mache ich hier mal so ein Stück weg. So. Oh. Hm. Oh. Hoppala. Mich mal in eine Höhle reingeplumpst. Kann ja mal passieren. Kann mal passieren. Ach, hier komme ich dann wieder raus. Okay. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Die Höhle lasse ich, glaube ich, sogar da mal. Mein Gott, ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Das ist schrecklich hier. Ja. Und da muss ich echt mal irgendwie so. Ach, Cobblestone-Farben. Ja, richtig. Das wollten wir. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Und zwar wollen wir Cobblestone-Farben, damit wir noch ruhig hier noch eine schöne Trennmauer ziehen können. Ach ja, das war's. Also manchmal bin ich echt so ein Gedächtnis wie so ein alter Mann. Ich weiß auch nicht warum. Ich schaffe es aber irgendwie jedes Mal wieder. Ich hätte mir jetzt auch wieder zugetraut, dass ich da jetzt nochmal runterfalle. So, die kommen alle weg hier. Komm weg, komm weg, komm. Ja, das war wieder so klar, das war wieder so typisch ich. Das kann mir einfach nur passieren. Das bin einfach ich. Mir passiert sowas immer. Ich weiß nicht warum, es ist eine Tatsache. So, da kann man zum Beispiel eine Holzterrasse machen. Aber hier ist noch eine gute Teppich da. Ich weiß ja nicht. Kann man noch so ein. Ah, so ein Gitter. Schade, dass es noch kein Steinzaun-Tor-Gitter gibt. Das wäre was. Hier unten muss ich ja auch noch. Oh, ich brauche auch sehr viel Wolle. Es wird mal bei Zeit, dass wir anfangen mal mit der Tierzucht. Aber erstmal muss ich dafür auch eine geeignete Stelle finden. Ich habe auch erst überlegt gehabt, nämlich
da oben, aber ja, ich möchte eigentlich da schon wieder was bauen. Ist das Ding nämlich. Und da kommen die geht vielleicht da unten irgendwo. Also man muss mal echt schauen, wie wir es machen. Vielleicht auch oben auf dem Berg. Können wir auch rein theoretisch machen. Müssen wir schauen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde knacksen und wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. So, jetzt haben wir es auch schon morgens. Die Hundis sind auch schon wieder. Ich hoffe, der Hund ist da unten nämlich weg. Weil sonst, ja, komme ich einfach wieder von oben runtergesprungen. Der arme Hund, der ist schon traumatisiert genug. Na, Stein. Ja, Holz. Also, man sieht, wir haben ein bisschen Ressourcenmangel. Kommt es mir auch so vor, dass wir ein bisschen Ressourcenmangel haben. Gleich ein bisschen, aber ich glaube, da liege ich gar nicht mehr so falsch. Ich muss, glaube ich, echt bald mal die Verzauberung mal was Besseres haben. Und ich kann euch ja mal so erklären, was ein bisschen so mein Plan ist. Also, ich habe mir das gerade auch überlegt, das war egal. Ich überlege meistens immer so lange, ja. Und zwar, entweder man könnte da hinten die Tiere machen oder man könnte hier oben auf den Hügel machen. Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Einerseits, wenn man hier oben ist, ohne Frage, geiler Ausblick. Bloß reicht das auch für Tiere. Ich würde sagen, ja, vom Haus da oben haben wir ja auch schon gute Sicht. Ich würde dann, glaube ich, vielleicht hier sogar auch die Bäume ein bisschen wegmachen. Und ich glaube, ich packe die Tiere wirklich hier oben hin. Da das einfach vielleicht optisch ein bisschen besser aussieht. Man muss natürlich die Ebene begradigen. Vielleicht mache ich das im Livestream, weil ich mal sehe, ich schaue mal, wie gut dann mein Equip dann ist. So, aber warum komme ich eigentlich wieder rausgerannt? Wir brauchen doch nämlich noch eine Axt, sonst kommen wir hier nicht so viel weiter. Also geht's wieder rein ins Haus, Freunde. So, dubidubidu. Kiste, Kiste. Ups, Fackel. So. Einmal zacki, zacki. Wieder Kaki, hopp, doch, Axt nehme ich mal mit, meine Axt. Was haben wir da nicht irgendwo? Planetazeug, ja gut, packe ich erstmal hier den Kram hier mit rein. Brauchen wir ja gerade eh nicht, so, den brauchen wir mal alles nicht gerade. So, ja, reicht erstmal. Mein Gott, die Tür, die macht mich wahnsinnig. So, auf jeden Fall geht es jetzt wieder zurück zu den Bäumen. Und ich muss leider sagen, mein Freund, der Baum, der muss jetzt leider weichen. So, Dankeschön. Dann, ja, mach ich den auch mal weg. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dazugehört, aber ich könnte gut Birkenholz brauchen. Ja, das, was habe ich gesagt, das bin typisch ich. Mein Gott, ich glaube, ich muss das Loch echt zumachen, ey. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon reingefallen bin. Man kann es sein, dass ich die Monster vielleicht noch ausgestellt habe auf dem Weg hier. Ja, Tatsache. So. Geht doch. So, mal schauen. Ich schaue jetzt mal kurz runter. Ah ja. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. So. Sehr schön. Dann mache ich den einfach nochmal hier weg. Okidoki. Also alles, ich mache jetzt einfach mal. Rein theoretisch gesehen, in der Weg 1, 2, 3, 1, 2, 3, ich glaube 6 ist er breit, ne? Lange, es müsste ich eigentlich irgendeinen Trick aufwenden, damit ich nicht so viel Kies brauche. Mal schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Wow! Mein Augenmaß hat mal gestimmt, das gibt's doch nicht. Okay, Leute, es ist offiziell bestätigt, die Apokalypse ist nah. Weil, wenn ich mal recht habe, dann würde die Jenna erstens vom Stuhl fallen und zweitens, das passt nicht zu mir, dass ich mal irgendwo recht habe. Also Leute, wir sind alle tot. So. Ja, immer wieder ich, immer dieses verdammte doofe Loch. Ich glaube, ich bin jetzt fünfmal reingefallen, jetzt habe ich aber auch mal die Chance voll. Oder ich mache eine optische Straßenverengung. Könnte ich ja eigentlich rein theoretisch gesehen auch machen. Indem ich dann einfach. Ich muss mal ausprobieren, ob das klappen sollte. Nehme ich einfach hier. Mal hier so.
Oder? Nee. Muss ja eigentlich so laufen, wenn es parallel zum Haus ist. So ist vollkommen in Ordnung. Es sind 1, also wenn hier der Cobblestone ist, so zack. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist in Ordnung. Meist halt ein bisschen kleiner, ist ja egal. Aber ich saus jetzt hier einfach mal mit der Schaufel hier durch. Und ich weiß jetzt schon, dass sie dieses verdammte Loch zu machen werde. Also Leute, tut mir mal einen Gefallen. Vor allem, wenn ihr. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr es mir in den Kommentaren schreibt. Wie oft bin ich jetzt in diesem verdammten Loch reingefallen? Ich glaube, es waren 6 Mal. Bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ach ja. Das gibt's doch nicht, dass ich immer dieses Loch erwische. So ein Fluch. Das geht doch nicht. Wie viel Glück muss der Mensch haben, damit man immer in dieses Loch einfällt? Und wie viel Pech. Warum war ich? Bin ich wirklich so dumm? Dass ich immer in dieses verdammte Loch reinfalle. Wirklich? Nee, das macht doch keinen Spaß. Mein Gott. Löcher, Löcher und noch mehr Löcher an. Dauernd falle ich irgendwo rein. Ich habe jetzt zwar schon eine Idee, wie ich den Titel nenne, aber ich glaube, es könnte ein bisschen. Naja. Anders rüberkommen als geplant. Aber ich schau mal, vielleicht nehme ich den, wenn YouTube mir da keine Strick draus dreht, werde ich den wahrscheinlich nehmen. Aber hier ist Pflasterstein, den wollte ich aber nicht. Ich wollte nämlich den Kies haben. So. Einfach hier. So, aber ich glaube, ich muss auch schon die Folge bald beenden. In der Zeit mache ich jetzt einfach mal hier ein bisschen noch schnieke Arbeit auch. Ja. Ja. Geht schon mal Kies aus. Ist ja nicht. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So ein bisschen, noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So. Na verdammt. Kann ich nicht hier ersetzen. So, einfach hier, einfach da, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Abkloppen und so. Ja, ist ja schon was gut. Die Mauer da unten aus Erde brauche ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Vielleicht mache ich da einfach auch Steinziegeln, damit es einfach nach etwas aussieht, auch wenn da gar nichts ist. Einfach nur so dekotechnisch könnte ich eigentlich machen, ne? So Steinziegel arbeiten. Wie gesagt, die sollen nicht nur als Deko gehen. Darunter zu bauen habe ich bisher jetzt eigentlich noch nichts vor. Aber man weiß ja nie, was noch auf einen zukommt. Zum Beispiel, ich bin nämlich am überlegen, ich brauche hier noch eine Stelle. Ich habe eine Flairmaus. Eine Spinne. Ein Skelett. Ich brauche immer noch eine Stelle, wo ich mich runterbauen kann. Wo ich die dann zum Beispiel hinmachen soll. Vielleicht mache ich die hinterm Berg irgendwo, vielleicht mache ich die aber auch hier irgendwo. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall eine in der Nähe, das wäre auf jeden Fall praktisch. Auf gut Dauer gesehen. Aber der Weg sieht schon besser aus, als es bisher nur so kleiner ist. Wenn ich jetzt mal so gucke. Ach, Entschuldigung. Wenn ich jetzt mal gucke. Sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, bis aufs Loch natürlich. Aber bei meinem Glück werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge auch wieder reinfallen. So, hoppala, oh Mist. Also dieses Loch werde ich jetzt ganz sicher nicht vermissen. Ja gut, Leute, ich glaube, ich mache mir ein paar Gedanken. Ich glaube, da oben mache ich wirklich die Tierfarm hin. Die Bergarbeiterstation mache ich immer dahin hin. Also Baustation, irgendwas habe ich dahin davor.
Auf dem Berg wird wahrscheinlich da immer noch ein Haus kommen. Ich bin momentan also richtig kräftig am Überlegen und denke auch mal meinen Kopf an. Aber es klappt doch nicht. Aber streng besser gesagt meinen Kopf an. Und hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Also Leute, wir haben echt noch sehr viel zu tun und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei wärt und mir auch immer weiterhin kräftig zuschaut und mir vielleicht sogar Tipps gibt, was ich noch bauen könnte und so. Weil, ja, das macht mir gleich noch mehr so Spaß. Ach, die Brücke, ja, die muss ich auch noch verkriegen. Ah, Leute, Leute. Mein Gott. Freunde, ich beende jetzt einfach mal hier den Part. Ich hoffe, er hat euch natürlich sehr gefallen. Und, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Na gut, dann bis dann. Tschüss.